Schön, dass ihr mit dabei seid, wenn es heißt, es geht hier weiter in Tales of Symphonia. Und ja, nachdem wir im letzten Part schon einige Titel bekommen haben, die das Äußerliche unserer Charaktere verändern, wollen wir hier in Mel-Tokyo auch direkt mal gucken, ob denn unsere weiteren Kleider schon fertig designt wurden. Also laufen wir erstmal ja wieder ab zu Sebastian, den Butler von Zellos, und wollen ihn dann fragen, ob denn schon mittlerweile mal Kleider angekommen sind. Und ich hoffe es doch sehr, denn ich will an diesem Bankett teilnehmen und ja, die hübschen kleinen Extras auch direkt einsacken. So, jetzt sag mal. Zack! Oh, wunderbar. Lord Zellos, ein Paket von seiner Majestät ist angekommen. Ach ja, der Empfang, oder was das war. Kleidung und Einladung für jeden sind angekommen. Toll! Was für Kleidung wird es wohl sein? Ich kann es kaum abwarten, sie anzuprobieren. Der Empfang findet heute Abend im Empfangssaal statt. Ich war noch nie bei einem Empfang. Ich bin nervös. Ja, der Empfangssaal ist nur Adligen zugänglich. Dürfen wir denn mitkommen? Das geht in Ordnung, keine Sorge. Doch jetzt sollten wir uns fertig machen. Wo ist mein Zeug? Oh, es tut mir leid. Aber es ist keine Sendung für Sir Amigo eingetroffen. Nein, hör zu. Der Name ist Lloyd. Was? Nichts da für mich? Nein, ich bin im Begriff, einen Boten in das Schloss zu schicken. Ich gehe selbst zum Schloss und hole sie. Ihr könnt schon ohne mich vorgehen. Okay, verlauf dich nicht, du Landei. Wen nennst du hier Landei? Uiuiuiui, wurde der arme kleine Lloyd vergessen, aber das wollen wir natürlich prompt regeln gehen. Einmal direkt ab ins Schloss und dann wollen wir dort mal auf den Tisch hauen. Das kann doch nicht angehen hier, dass das Gefolge von Zellos und Lord Bryant einfach vergessen wird. So, wollen wir mal klar Schiff machen? Was willst du? Seine Majestät ist bereits auf dem Weg in den Empfangssaal. Meine Kleidung ist nicht eingetroffen. Was geht da vor? Was? Warte einen Moment. Ich frage nach. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Sie wurde in diesem Umkleideraum gelassen. Ich werde Ihnen beim Umziehen assistieren. Hier entlang bitte. Was? Nein, das geht schon. Ich kann mich selbst umziehen. Nein, das wird nicht gehen. Kommt jetzt. Der Empfang beginnt bald. Bitte beeilen Sie sich. Wir haben Ihre Kleidung im Edelmannstil geschneidert. Der ist zurzeit sehr beliebt. Oh, es steht Ihnen ausgezeichnet. Wirklich? Lloyd erhält den Titel Edelmann. Wunderbar. Also dann, wir werden Sie zum Empfangssaal begleiten. Ich finde schon selbst hin. Na, na. Sagen Sie nicht so etwas. Gehen wir. Lloyd, da musst du jetzt durch für schicke Klamotten. Das war schlimm. Aber gut, das sieht wirklich luxuriös aus. Mr. Lloyd, ich nehme an, Ihre Begleitung wartet auf dem hinteren Balkon. So, wer mag es wohl sein? Ja, tippen wir auch hier wieder mal auf China, denn ganz ehrlich, Chinas Klamotten sind ja meistens die besten. Die anderen Gäste warten ebenfalls gespannt auf Ihre Ankunft, Mr. Lloyd. Warum sprechen Sie nicht mit ihnen, bevor Sie zum Balkon gehen? Ja, ich könnte mit dreien von ihnen reden oder so. So, dann wollen wir ja noch weitere Charaktere auswählen, dessen Kleidung wir denn ja behalten wollen. Und hier können wir sie uns ja auch diesmal quasi in einer Vorschau ansehen. Prisea, ja, sieht eigentlich ganz schnuckelig aus in ihrer, ja, in ihrem Kleidchen oder was das ist. Dann würde man gar nicht mal mehr auf die Idee kommen, dass sie mit einer, ja, mörderischen Axt herumläuft. Rechts sehen wir auch den kleinen Genius und ganz hinten die Rain. Man erkennt sie kaum wieder. Sie sehen aus wie die Leute, die hier halt sind. Ja, Genius, seine Kleidung finde ich eigentlich nicht ganz so toll. Die von Professor Rain auch nicht. Ach, ich komme hier nicht mehr durch. Verdammte Axt. Hier haben wir, ja, den Regal. Erkennt man auch kaum wieder. Das hier ist Zellos.
Und, ach, da ist Colette. Ich habe sie fast übersehen. Und ja, denke ich mal, wenn wir mit drei reden können, reden wir erst einmal mit Colette. Ah, Lloyd, hör mal. Jeder nennt mich Schönheit. Wenn du weiterhin so genannt werden möchtest, darfst du heute nichts Tollpatschiges anstellen. Kein Problem, kein Problem. Colette erhält den Titel Schönheit. Ja, dann würde ich sagen, sprechen wir auch einmal mit der guten kleinen Prisea. Lloyd, was ist eine kleine Dame? Wie kommst du jetzt da drauf? Alle haben mich so genannt. Ich glaube, es bedeutet niedlich oder sowas. Dann ist es ein Kompliment? Ja. Ich verstehe. Ich bin glücklich. Prisea erhält den Titel Kleine Dame. Und ja, dann wollen wir zum Schluss noch mit dem guten Zelos sprechen. Und ja, die anderen drei Kostüme da hinten finde ich halt nicht ganz so toll von Regal, Genus oder The Rain. Und was meinst du zu meinem tollen Aufzug? Ja, du siehst cool aus. Nicht wahr? Immerhin bin ich der eleganteste Typ im ganzen Königreich. Du kannst tragen, was du willst. Du bist und bleibst ein Narziss. Zelos erhält den Titel Narziss. Ich glaube, ich sollte jetzt zur Terrasse gehen. Lloyd, ich habe ewig auf dich gewartet. Sheena, Wahnsinn, du trägst tatsächlich Frauenkleidung. Was soll das denn heißen? Nicht, dass mich deine Meinung interessiert. War doch nur Spaß. Es sieht gut aus. Du bist hübsch. Wirklich? Danke. Ich habe gedacht, ich falle unangenehm auf. Deshalb freut es mich, ein Kompliment zu hören. Und wie sehe ich aus? Gar nicht so übel, wenn ich das mal so sagen darf. Oh ja, du siehst gut aus. Ist irgendwie peinlich, wenn du es so gerade heraus sagst. Du tust erst so cool und reagierst dann so? Mal im Ernst, irgendwie kann ich die coole Masche nicht so gut abziehen, weißt du? Tja, das macht dich zu dem, was du bist. Sag mal, hast du Hunger? Wie? Lass uns runtergehen und was zum Futtern suchen. Wir gehen schon zurück. Mann, ich bin am Verhungern. Komm schon, lass uns gehen. Lloyd, du Idiot. Sheena erhält den Titel Killer Buddy. Whee! Puh, der Empfang gestern war formeller, als ich gedacht habe. Tja, für arme Leute muss das ganz außergewöhnlich gewesen sein. Ich hab dir gesagt, du sollst uns nicht arm nennen. So, und dann wollen wir natürlich ja lieber hier in den schicken Klamotten als in den Badeklamotten rumlaufen, weswegen wir wieder mal unseren Status ändern von Wasserratte zu, hier ist er, der Edelmann. Zack, die kleine Colette erhält den Titel Schönheit. Sheena Fujibayashi erhält den Titel Killer Buddy. Und dann wollen wir der kleinen Prisea Kambetier den Titel Kleine Dame aneignen. Und ich weiß nicht, Zelos finde ich eigentlich sogar noch schicker, wenn er ganz normal ist. Aber gut, wollen wir trotzdem ja ihm den Titel Narziss geben, damit er ein wenig auch in seinen schicken Klamotten rumläuft. Und hier können wir uns natürlich alle Klamotten nochmal ja von nahem ansehen. Bietet sich gerade an, weswegen ich hier einfach mal ja den Weg entlang switche. Und Colette hat sogar geflochtene Haare. Oh! Ganz viel Liebe zum Detail, finde ich doch sehr schick. Ja, gefällt mir. Und das Kleid, ja, ist auch hübsch. Die gute Sheena mit dem Killer Buddy, ein sehr schickes Kleid, wie ich finde. Und ja, auch die langen Kniestrümpfe. Und die schicken lilanen Schuhe. Passt auf jeden Fall zu ihr. Und ja, sie hat eine schöne Frisur dazu auch noch bekommen. Wobei die andere ist auch nicht gerade verkehrt. Das Einzige, was mich stört, ist dieser Dutt da hinten. Wenn es doch wenigstens ein Zopf wäre oder mal offene Haare. Aber ja, kann man wohl nicht ändern. Die gute Prisea auch nochmal in der nahen Sicht. Ja. Eine kleine, feine Dame. Und zum guten Schluss hier noch den Zelos. Die Frisur ist auf jeden Fall lustig von ihm.
Aber die Kleidung, ja, ich weiß nicht, so ein Schachfeld, das... Naja. Es geht. Gut, dann würde ich sagen, wollen wir hier mit unserem Killer-Buddy ein wenig durch die Gegend laufen, da wir den ja jetzt neu erhalten haben. Und ich mag die zwei kleinen Bänder, die sie hinter sich herzieht. Aber das hat sie auch bei ihren normalen Klamotten, von daher hat sich dort nicht viel verändert. Wir wollen jetzt eigentlich noch die letzte Waffe der Finsternis uns aneignen, aber dies scheint ja leider noch nicht zu gehen, weswegen wir ja einfach im normalen Storyverlauf ein wenig weitermachen. Und dazu muss ich doch mal ganz kurz in diese Nospe gehen, damit wir ja sehen, was wir denn als letztes gemacht haben, damit wir wissen, was wir jetzt machen müssen. Nacht über Flanor. Spät in der Nacht in Flanor geht Lloyd nach draußen und entdeckt Kratos, der bei Nuich steht. Lloyd hört Kratos zu, während dieser ihm von seiner Mutter und seiner Lebensreise erzählt. Und sie besprechen als Vater und Sohn den bevorstehenden Kampf mit Crucius. Sie reden über die Freisetzung von Origen, welche Kratos das Leben kosten kann. Am nächsten Morgen gibt Nuich Lloyd einen Anhänger. Er ist ein Geschenk von Kratos und enthält ein Bild von ihm, seinem Vater und seiner Mutter. Der Doktor war glücklicherweise in der Lage, Altessas Leben zu retten. Nun gibt es nur noch einen Weg für Lloyd. Mythos muss besiegt werden. Kratos muss das Siegel brechen, so können die Welten wieder vereinigt werden. Aber ein Problem stellt sich ihnen noch in den Weg. Das ewige Schwert kann nur von jemandem geführt werden, der Elfenblut in sich trägt. Das bedeutet, dass nur Genis oder Rain es führen können. Aber sind sie in der Lage, dieses große Schwert überhaupt hochzuheben? Zelos lacht über Lloyds Bedenken. Er behauptet, einen Weg zu kennen, wie ein normaler Mensch das Schwert führen kann, und beruhigt Lloyd. Er braucht sich keine Sorgen zu machen. Voller Vertrauen in Zelos reisen Lloyd und die anderen zu den heiligen Ebenen von Kalan, in Tetiala, wo der Turm des Heils die Himmel berührt. Gut, also müssen wir jetzt wieder, ja, zu den Ebenen von Kalan. Gut, dann würde ich sagen, wollen wir keine Zeit mehr verlieren und wir fliegen geschwind dorthin. Aber ich will nicht schon wieder nach Dariscala. Aber gut, wir haben wohl keine andere Wahl. Wobei, würde das schon gehen? Ah, ich bin mir unsicher. So viele Sachen, die man erst zu so vielen unterschiedlichen Zeitpunkten machen kann. Wir warten einfach. Wir gehen jetzt erstmal nach Dariscala, bevor wir wieder uns der ein oder anderen Nebenquest widmen. Yay! So, hier sind wir wieder am Turm des Heils. Zack. Und wollen hier geschwind landen. Wunderbar. Und ja, wir haben sogar noch Zeit, den Turm des Heils zu betreten. Oh, und diese imposante Musik. Oh nein. Keine Chance. Es ist blockiert. Wenn das so weitergeht, wird uns der Fluchtweg abgeschnitten. Hier kommen noch mehr. Oh, Yun. Lloyd, hier lang. Lloyd, gehen wir. Warum hilfst du uns? Jetzt, da Eudrasil die Wahrheit über mich kennt, bleibt mir nichts anderes übrig, als mit euch zusammenzuarbeiten. Glaubt nicht, dass ich euer Freund bin. Weißt du eigentlich, dass du eine ziemlich negative Einstellung hast? Naja, egal. Danke jedenfalls, dass du uns hilfst. Wir müssen los. Oh, jetzt kommt, ja, ein Part in der Story, der mir doch sehr im Gedächtnis hängen geblieben ist. Wir wollen uns hier aber zuvor nochmal mit Items eindecken, da wir hier ja eine schöne kleine Einkaufsmaschine haben. Wir wollen ganz viele Apfelgels in Hülle und Fülle, auch Zitrusgel kann man nicht genug haben. Orangengel sowieso nicht und auch noch ein paar Ananasgel und ja, Michgele und Wundergele. Und dann haben wir gleich schon wieder ganz viel Kohle ausgegeben. Und natürlich nicht zu vergessen Wasser des Lebens. Einmal voll bitte. Und nee, Auge der Wahrheit haben wir hier gar nicht. Das ist natürlich traurig, aber egal. So, ist das okay? Ja, zack. So, haben wir wieder ganz viel Geld verschwendet. Und hier können wir auch nochmal einkaufen. Und zwar genau das gleiche. Das hat sich ja gelohnt. Gut, wir nutzen diesen kleinen Teleporter und zack, sind wir ganz geschwind auf den Ebenen von Dariscala. Leave this to me.
Aber an dieser Stelle, Leute, bin ich ganz fies und setze einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und im nächsten Part, ja, können wir eventuellerweise schon kleine Auswirkungen unserer Entscheidung von neulich erblicken. Aber ich will nicht zu viel verraten. Wir sehen uns einfach im nächsten Part wieder und stellt euch auf einiges ein. Bis denn dann. Ciao.